Dr. Brosep, Freunde, packt schon mal den Notizblock aus. Randy Marsch, der Arsch, danke dir für 3-monatigen Support, mein Bester. Let's go mit Brosep. So massiv war ich noch nie. Ich bin schockiert. Freunde, ihr wisst, keine vergebenen Frauen smashen. Sonst smash ich jetzt auf der Evo. Mit einer Rückhandschelle. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog, ihr Amateure. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wohin geht's, Leni? Es geht nach Siegen. Nach Siegen. Und was machen wir da? Wir werden uns die Halle anschauen. Yes. Ach geil, wenn wir schon bei der Evo Classic sind, wir gucken jetzt schön uns die Evo Halle an. Das ist doch mal interessant. Machen wir alles planen. Wo das große Spektakel dann in gut 8 Wochen stattfinden wird. Und zwar die Evo Classic, der krasseste Natural Bodybuilding Wettkampf worldwide. Angekommen an der Siegerlandhalle sieht Magi JBG, das Video habe ich tatsächlich gesehen. Ob es wahr ist, weiß man natürlich nicht. Vielleicht labert die auch scheiße. Wirklich richtig brutal aus. Hoffe sehr, dass das über die Kamera genauso heftig rüberkommt wie in... Also für eine Wettkampfhalle sieht das echt gut aus. Die meisten Wettkampfhallen sind in so komischen, Alter, wie heißt das hier? Turnhallen und so. Sehr, sehr cool. Mit so komplett aus Glas. Sieht geil aus. Live. Und genau da sind die Eingänge. Dort könnt ihr dann in die Halle später reinkommen. Trennhusten. Ja, jetzt habe ich die Sperre. Scheiße. Und dann wird euch Navid alle persönlich begrüßen. Du wirst wahrscheinlich viel zu tun haben, ne? Ich habe jetzt schon viel zu tun. Da auch auf jeden Fall, ja. Und hier ist dann das Foyer, wo wir dann wahrscheinlich Fotowände hinklatschen werden, damit... Ja. Ich bin auch da mit meinem Stuhl. Ich komme auf jeden Fall mit meinem Stuhl. Wir hier auch ordentlichen Meet and Greet abhalten können. Da könnt ihr schön Fotos mit dem André machen. Ja, auf jeden Fall. Aber an den Tag richtig hübsch machen, ne? Ich mache extra Ivo-Diät jetzt. Ivo-Classic-Diät. Genau. Nicht Ivo-Shred, sondern Ivo-Shred. Krass jetzt hier zu stehen, oder? Mega krass. Und hier geht's dann ab in die Halle. Und da ganz hinten kommt dann die fette Bühne hin. Hier und da hinten kann man dann hoch, beziehungsweise eigentlich nicht, sondern nur die Athleten. Denn hier wird der Athletenbereich sein. Und ich kann euch einfach nur sagen, gerade als Athlet hat man hier so unglaublich viel Platz im Vergleich zu anderen, auch internationalen Wettkämpfen. Das letzte Mal bei der Natural Olympia hatten wir gar keinen Backstage-Bereich so richtig, wo man sich hinlegen konnte oder was auch immer, sondern da musste man schon ready in die Halle kommen. Fand ich persönlich als Athlet eben nicht so optimal. Oh Gott, das ist richtig kalt. Wir müssen ganz schnell los. Boah, Junge, wie der aussah auch, ne? Auf Diät. Sehr, sehr krass. Und all der. Gehört der Twitch-Kanal eigentlich dir oder dem Stuhl? Sehr, sehr geil, Alter. Hey, das muss ich abfotografieren. Warte mal, Bruder. Ach, herrlich, Alter. Ihr seid doch echt bei Wahnsinn. Da denkt sich, wieso läuft er so rum? Das ist mega. Und hier werden wir ein richtig krasses Pump-Up-Setup für euch installieren, also für euch Athleten. Sowas gab es, glaube ich, noch nicht, oder André? Gab es sowas schon mal? Ja, höchstpersönlich werden wir das hier hinstellen, hintransportieren und für euch aufstellen zum Pumpen. Aber es wird krass, oder? Es wird auf jeden Fall sehr krass, ja. Es wird anders. Wir haben schon Geräte ausgewählt auch, ne? Ja. Die hier hinkommen. Mhm. Hier ist sogar noch mehr Platz und da waren wir eben. Erstmal ab auf die Waage, aber natürlich vorher Kamera weglegen. Ui, 105,3. So schwer. So schwer bin ich aktuell fast auch. 3 Kilo schwerer. Da war ich definitiv noch nie. Eigentlich schon, denn als Jugendlicher hatte ich mal 120 Kilo auf dem Tacho, aber... Stimmt, Brosep war früher mal ein Fettsack, ne? Für die, die es nicht wissen. Das zählt natürlich nicht, denn ich hatte auch einen Körperfettanteil damals von gefühlt 40%. Und Leute, ich bin so happy, dass der EvoCraft endlich wieder sogar mit verbesserter Rezeptur auf Lager ist. Ihr wisst gar nicht, wie viele Nachrichten ich von euch diesbezüglich bekommen habe, denn für viele ist der EvoCraft nun mal komplett alternativlos. Zum einen liegt es daran, dass die Wirkstoffe da drin sowohl extrem hoch dosiert als auch aufeinander abgestimmt sind. Und zum anderen sind dort auch keine Wirkstoffe enthalten, die deine Leistungsfähigkeit bzw. den Trainingsstress reduzieren könnten. Schaut einfach mal auf die Zutatenliste der meisten Pump Booster und dann... Der Dr. Brosep hat da bestimmt was Feines gezaubert, das glaube ich auf jeden Fall. Ja? Dann wisst ihr ganz genau Bescheid, was ich meine. Und deswegen ist der EvoCraft nun mal für viele alternativlos. Ein Glück ist das Wetter wieder abgekühlt, denn dadurch lässt es sich einfach viel besser schlafen. Willkommen zum Trainings-Voiceover am Anfang. 44, ja, der Overload, der hat keine Stimulantien. Der ist ein reiner Pumpbooster, der richtig unfassbar scheppert.
Das ist das Isoclay mit Wasser süffig? Nein, ist nicht süffig, ist auch nicht dickflüssig. Digga, was hat denn der Brosep für 5 Mark Nüppel, Alter? Richtige CD-Propeller hier. Ein kleiner North Front Body. Formcheck, wie ihr sehen könnt, ist die Massephase eskaliert. Ey, der ist aber echt massiv geworden, ja? So, bin ordentlich speckig, aber das Training, Freunde. Ey, das sieht heftig aus. Natürlich hier wieder in einem guten, Licht. Läuft wirklich so unglaublich gut derzeit, dass ich keine Lust habe. Beinbeuger auch am Start. Minicard reinzuschieben oder. Guck mal, der ist schlau, ne? Guck mal, wie hoch der sich die Boxershot hochzieht und seinen Hüftspeck abklemmt. Bro Sepp, mein Lieber, ich kenne die Tricks, ha? Vielleicht auch eine etwas längere Diätphase, um den KFA, ich sag mal, in Schach zu halten. Denn ich will mein Momentum, welches ich aktuell generiert habe, nicht verlieren. Also so gut lief das Training echt lange nicht mehr. Aber was meint ihr, kann man mit dem KFA noch rumlaufen? Oder sollte ich demnächst definitiv mal wieder eine Diät? Oder Masse ist Macht. Mach weiter, Masse. Reinschieben, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und wenn man schon vom Teufel spricht, also vom Training, das Training läuft wirklich grandios. Ich kann ständig neue persönliche Bestleistungen aufstellen. Und das ist vielleicht auch ein Learning für dich. Und zwar, vielleicht musst du etwas schwerer werden, um optimal Progress machen zu können. Und das wiederum ist höchst individuell und muss nicht mal einen physiologischen Grund haben. Es kann sein, dass du aus mentalen Gründen einfach, warum auch immer, besseren Progress machen kannst, wenn du etwas schwerer bist. Und zum anderen ist es super wichtig, dass du dein Momentum im Auge behältst. Ich will nicht sagen, dass du niemals dein Momentum unterbrechen solltest, denn du kannst auch mit einem etwas höheren KFA locker Diäten und gleichzeitig Muskeln halten, aber du änderst was und das wiederum muss dir bewusst sein, denn... Ja, der Overload hat Schwarzpfefferextrakt drin, deshalb ist der ein bisschen scharf, pfeffrig. Misch den einfach mit noch mehr Wasser an, dann geht die Schärfe ein bisschen weg. Wenn du das Ganze outcome-orientiert betrachtest, übrigens hier 6,5 Platten T-Bar Rows, also in den ersten 3 Übungen, habe ich jedes Mal in jedem Satz eine neue persönliche Bestleistung aufstellen können. Das ist auch eine starke Leistung hier. T-Bar mit 6 20er Platten und eine 10er Platte ist ordentlich. Fake-Stoffer, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Aber zurück zum Thema. Wenn du das Ganze ergebnisorientiert betrachtest, dann tust du etwas und bekommst etwas dafür. Wenn du also in die Diät gehst, also die Kalorien senkst, dann kann es durchaus sein, dass du etwas anderes bekommst. Es muss nicht so sein, aber es kann halt eben sein. Wenn es also extrem gut läuft. Bruder, ich kann auch in den Kiosk gehen, Lottoschein ausfüllen mit meinen Lieblingszahlen und es kann sein, dass ich Millionär werde, aber es muss nicht sein. Kann auch sein, dass ich nicht Millionär werde, wisst ihr? Brosep ist der Beste, Alter, ehrlich. Mit seinem Studium bester Mann. Läuft. Dann würde ich dir den Tipp geben. Kann auch sein, dass ich gleich meine letzte Mahlzeit fresse, Durchfall bekomme oder nicht Durchfall bekomme. Das weiß man nicht. Wenn du die Zeit hast, wenn du nicht irgendwie nächstes Jahr auf die Bühne gehen musst und schon super fett bist oder was auch immer, dann nutze es aus. Nimm das Momentum mit, werd stärker, bau Muskeln auf und ändere einfach nicht zu viel. Du hast nämlich das einzig Relevante, und zwar deine Resultate, deine Kraftwerte, deine Umfänge, was auch immer, bewertet. Und das wiederum validiert deinen Ansatz, also bestätigt deinen Ansatz. Und das verstehen so viele Leute nicht. Es gibt zum Beispiel diese eine Debatte, ob Überkopf-Trizeps-Strecken den langen Kopf trifft oder nicht, ob es überhaupt eine gute Übung ist für den Trizeps. Und wenn wir doch Daten haben, die ganz genau zeigen, yo, der Trizeps wächst. Es geht hier gar nicht darum, ob der optimal wächst. Hauptsache er wächst. Oder ob der schlecht wächst, wie auch immer, er wächst. Kann man nicht die These aufstellen, dass aufgrund von EMG-Daten der lange Kopf aber nicht so krass aktiviert wird und dadurch halt keinen Reiz abbekommt. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Man kann sich darüber streiten, ob es jetzt die optimale Übung ist oder nicht. Wobei die letzten Studien schon eher in die Richtung zeigen, es ist eine verdammt, verdammt gute Übung und auch rein biomechanisch macht Sinn. Aber dann mit einem Mechanismus zu argumentieren, also zum Beispiel... Oder so viele Fremdwörter hier in diesem Video. Ich muss mal wieder nächstes Mal mein Duden auspacken und immer nachschlagen, was der hier von mir eigentlich will, der Kollege. Ja, die Aktivierung ist nicht hoch. Und da brutal, bin jetzt im 3. Semester Brosep-Studium, verstehe aber trotzdem nichts von dem, was er seit 5 Minuten faselt. Mein Kopf raucht schon, schreibt hier einer. Ey, ihr seid die Besten. Dabei zu ignorieren, dass wir echte Daten haben, die jede Variable, wie zum Beispiel die Aktivierung, bereits inkludieren, ist halt ein bisschen unlogisch. Wäre nämlich das Argument richtig, würde der Trizeps nicht wachsen, wenn ihr versteht, was ich meine. Übrigens...
Versteht ihr? Trizeps 6 dann nicht. Sind vorgelehnte Crossover aktuell meine Lieblings-Fly-Variante, da ich zum einen nichts stabilisieren muss. Mein Oberkörpergewicht dient quasi als Gegengewicht zum Widerstand, der mich im Stehen zum Beispiel nach hinten ziehen würde. Das ergibt Sinn, Freunde, oder? Aber klar, man könnte diese Übung auch im Sitzen auf einer Bank ausführen. Man müsste dann nur den Kabelturm dementsprechend einstellen, also dass die Last wieder senkrecht zum Körper verläuft. Spray Netties away. Weiß jemand, ob noch mal Tickets für die Evo Classic kommen? Bruder, ich verkaufe die unter der Hand. Aber fünffacher Preis. Kannst du gerne bei mir abholen, mein Lieber. Eine Karte 300 Euro. Läuft, aber dann tendiere Stehplatz, ganz hinten in der Ecke. Ich dazu, ein zu starkes Hohlkreuz zu machen und bekomme meine Brust gefühlt nicht so stark gedehnt. Eine kleine Habibi, ich danke dir für den Support. Und das Setup ist natürlich ein bisschen unaufwendiger. Also ich muss jetzt keine Bank rumschieben oder so, sondern kann direkt loslegen. Und das wiederum ist auch wieder, ja, etwas, was du definitiv im Hinterkopf behalten musst. Du wirst ja nicht einen Muskel besser spüren, wenn er deutlich weniger aktiviert wird. Und da herrscht auch meiner Meinung nach zu viel Schwarz- und Weiß-Denken. Viele meinen, aufgrund von Muskelansätzen oder was auch immer, muss man diese Übung exakt so ausführen. Verstehen dann aber nicht, dass Menschen... Valeri, das würde ich nicht sagen. Der Ramon redet nicht so, der redet ganz anders. ...nun mal nicht 1:1 gleich sind. Also es kann durchaus sein, dass du nicht den exakt gleichen Ansatzpunkt oder den gleichen Ursprung hast. Grob stimmt's, aber nicht exakt. Und dementsprechend können leichte Modifikationen dazu führen, dass du einen Muskel einfach besser aktivieren kannst. Ne? Hör also auf deinen Körper. Du hast ein fantastisches Feedback-System, das kannst du nutzen. Ne? Nutze das Feedback-System deines Körpers und evaluiere deinen Fortschritt. Kommst du voran, kommst du nicht voran? Das wiederum ist so unglaublich wichtig, um... Ey Freunde, jetzt mal Spaß beiseite, ne? Wirklich Spaß beiseite. Brosep zuzuhören und den Chat zu lesen, diese Kombination, ich verstehe so. Einfach gar nichts. Ich habe nichts. Ich weiß euch, ich habe mir die Halle angeguckt, diese Evo Classic Halle, da habe ich nur alles verstanden. Aber hier die letzten 3-4 Minuten, ich schwör's euch, Freunde, ich check original nichts. Nada, niente. Kein Spaß. Thunder Arma, danke dir fürs Prime-Abo. Alter, ihr habt so komplizierte Namen manchmal. Zu überprüfen, ob du alles richtig machst oder ob du vieles richtig machst oder nicht. Du kannst auf dem Papier gefühlt alles richtig machen, wenn es nicht vorangeht. Dann bist du vielleicht an einem genetischen Limit, aber davon gehen wir einfach mal nicht aus. Wenn du also nicht vorankommst, dann wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99999% einige Sachen falsch machen. Aber 0,00001% kann auch... Machst du alles richtig, wer weiß. Auch wenn es dir im ersten Moment vielleicht gar nicht bewusst ist, du weißt nicht, was du falsch machst, aber dadurch, dass du nicht vorankommst, bekommst du die Bestätigung, du machst einige Sachen falsch und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kannst du auf die Fehlersuche gehen, dein Bestes geben und dann wirst du auch wieder vorankommen. In diesem Sinne, Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke anmachen, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's mit Brosep. Nein, das war's nicht mit Brosep. Wir gucken das ganze Video nochmal jetzt, aber konzentrieren uns, strengen uns an, damit wir auch wissen, was er da uns erzählen wollte. Also nochmal, ab Minute 5 geht's los. Viel Spaß, Freunde, mit dem Video. Nutze es aus. Nimm das Momentum mit, werd stärker, bau Muskeln auf. Freunde, entspannt euch, war nur Spaß. Ah. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.